So, jetzt haben wir wieder einen neuen Fleck. Wir haben wieder im Teppichboden Schuhcreme drin. Und jetzt versuchen wir das Ganze mal mit unserem Spray and Wash. Wir fangen wieder an. Ich habe meinen Reinigungsschwamm, den habe ich feucht gemacht. Der ist wieder einmal durchfeuchtet. Ich sprühe mir da wieder ein bisschen Spray and Wash drauf. Also in diesem Fall Spray and Wash. Eben hatten wir Leder- und Polster-Aktivschwamm. Und dann machen wir das Gleiche wieder. Ich gehe mit dem Reiniger, also mit dem Spray and Wash und dem Reinigungsschwamm über diesen Fleck drüber. Und man sieht, ich bin jetzt etwas erschrocken, wie schnell das geht. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Der Fleck ist eigentlich weg. Drehe den wieder um. Der Schwamm ist ja auf der Rückseite auch feucht. Und reibe meinen Reiniger, so gut ich das mit der feuchten Faser machen kann, wieder raus. Gehe anschließend wieder mit meinem Profituch, am besten ein trockenes Profituch. Dies ist jetzt schon ein bisschen feucht. Und ziehe mir meine Feuchtigkeit aus dem Teppichboden wieder raus. Da kann man wieder reiben oder wie ich das gerne mache, ich drücke immer mal in den Teppichboden, um die Feuchtigkeit aus der Tiefe besser rauszukriegen. Und schon haben wir unseren Teppich wieder sauber. So, darf ich da jetzt halt ein?